Ja, jede Woche wollen wir Ihnen auch heute ein paar interessante Informationen zur aktuellen Situation an den US-Märkten zeigen. Sie sehen im Hintergrund hier den S&P und ja, was schon zu vermuten war oder was wir die letzten Tage und Wochen schon erkennen konnten, dass sich hier momentan ständig neue Allzeithöchststände ausbilden. Sie sehen das sehr gut hier auf der linken Seite immer mit den blauen Punkten für jeweils ein neues Allzeithoch gekennzeichnet. Und ja, dazu haben wir jetzt, glaube ich, den siebten Tag in Folge neue Allzeithöchststände im S&P. Das können Sie hier, wie gesagt, ganz gut erkennen. Jetzt vor dem langen Wochenende an den Wochenende an den US-Märkten, wo wir am Montag aufgrund des Independence Day dann den Feiertag haben, der zwar diese Woche auf den Sonntag fällt, aber nichtsdestotrotz werden die Märkte am Montag geschlossen bleiben. Wird sicherlich in den letzten Minuten auch nochmal weitere Höchststände hier folgen. Von daher wird sich zeigen, wie dann der weitere Verlauf im Sommer ist. Viele rechnen natürlich auch hier vielleicht auch mit einer gewissen Abkühlung, auch mal wieder einer Korrektur. Ich glaube, alles entscheidend wird dann auch die neue Quartalssaison sein, die jetzt quasi in den nächsten Wochen beginnt. Wie die großen Unternehmen dann ihre Zahlen präsentieren, wird sicherlich auch eine große Auswirkung hier auf den Gesamtmarkt haben. Und ja, zu den Werten, die diese Woche interessant waren, wollen wir natürlich auch einiges Ihnen präsentieren. Allen voran haben wir einen ganz interessanten Wert aus dem heutigen Handel, direkt vom heutigen Marktgeschehen, und zwar ist es der Titel. Lassen Sie mich kurz auch die Option Ihnen mit dazu zeigen. Der Wert OPTT. Hier gab es kurzfristige Callkäufe mit einem Strikepreis von 5. Sie sehen natürlich, der Strikepreis von 5 ist noch weit entfernt, aber was für uns natürlich immer ein ausschlaggebender Punkt ist, das Volumen heute ist extrem angestiegen, größtenteils natürlich hier auf den kurzlaufenden Optionen bis zum 16. Juli. Natürlich 5 ist, würde bedeuten, dass sich der Wert innerhalb der nächsten 14 Tage verdoppelt. Wenn man mal den Feiertag abzieht, sind es nur noch 9 Handelstage. Aber das kann bei einem Wert wie OPTT sicherlich relativ schnell gehen. Wir haben hier ähnlichen Verlauf schon mal gesehen, was Ende Januar der Fall war. Und da war es noch nicht mit einem dementsprechenden Optionsvolumen. Ich glaube, in dieser Phase gab es noch gar keine Optionen für den Titel selbst. Also das kann ein ganz interessanter Titel werden. Auch als Aktie selbst, natürlich nicht nur über Optionen, auf jeden Fall eine Empfehlung auch für kleinere Depots, der Titel OPTT. Ansonsten in den letzten Tagen sehe ich besonders interessant hier Virgin Galactic mit dem Symbol SPCE. Da gab es ja jetzt die Erlaubnis der NASA, dass es Weltraumflüge geben wird. Und der Wert, wir hatten es schon in vielen vorhergehenden Videos mit dargestellt, ist ja quasi im Bereich von Ende Mai hier schon ausgebrochen, auch damals mit einem hohen Optionsvolumen. Da gab es den Wiederholung des Testflugs, der glaube ich im Dezember abgesagt wurde, und seitdem der Wert mehr als verdoppelt, quasi fast verdreifacht hier in kürzester Zeit. Ist natürlich jetzt schon, wie Sie sehen, sehr, sehr gut gelaufen, hat auch eine Wahnsinns-Volatilität, aber kann trotz alledem auch bei Rücksetzern immer wieder ein ganz interessanter Titel werden und ist nach wie vor einer der Werte, die hier besonders gefragt sind, wenn wir uns das Optionsvolumen anschauen. Ja, neben diesen Werten gab es natürlich auch noch einige mehr. Es gab auch, trotz dass der Markt weiter auf Allzeithochkursniveau sich bewegt, Werte, die wir auch, glaube ich, schon häufiger gesehen haben, wie hier der Wert TAL, Wert aus dem Education-Bereich, ich glaube ein oder aus dem ja, Unterrichtsbereich,
gibt es auch noch andere Symbole wie EDU, die hier momentan ja im absoluten Sinkflug sind. Der Wert im Februar noch bei 90 Dollar. Jetzt glaube ich, die nächste Hürde, die jetzt demnächst nach unten fallen wird, sind die 20-Dollar-Marke. Wir sehen auch heute nochmal ein großes Minus von 10%. Hier gibt es Put-Optionen auf 17,50 Dollar. Also es werden weitere größere Wetten platziert, dass der Wert hier deutlich weiter nach unten geht, deutlich weiter fällt. Und von daher glaube ich, wer jetzt vielleicht auch noch nach dem einen oder anderen Put schaut, wobei der Wert natürlich schon dementsprechend stark gefallen ist, kann dieser Titel ein ganz interessantes Investment auch für eine Short-Position sein. Was ansonsten in den letzten 2 Tagen, glaube ich, auch für weitere Abwärtsbewegungen gesorgt hat, sind die Emerging Markets. Wir sehen hier als Beispiel mal ein ETF auf den chinesischen Markt, speziell hier, glaube ich, auf den Internetsektor mit dem Symbol KWEB, der auch kurz vor einem Durchbruch nach unten steht oder nach hier, wenn das Support, sage ich mal, gerissen wird, der sich aktuell bei 66 Dollar, kann man sagen, befindet, wird das charttechnisch sicherlich auch noch richtig interessant. Viele Put-Optionen heute speziell, aber auch andere ETFs oder andere Emerging Markets, wie zum Beispiel Brasilien, haben wir größere Abwärtsbewegungen gestern gesehen. Also da gibt es natürlich klar auch aufgrund der Corona-Situation größere Sorgen. Schwellenländer werden es hier sicherlich schwieriger haben, sich von diesen Bewegungen zu erholen. Von daher glaube ich auch hier interessante Short-Positionen, sofern man so etwas dann überhaupt mit ins Depot aufnehmen will. Ja, neben diesen Titeln hatten wir gestern auch noch einen interessanten Titel gesehen, und zwar war es Discovery Channel. Ich zeige Ihnen gleich dazu noch das Symbol sowie auch die Option mit dem Kürzel DISCA. Sehen wir, der hat auch richtig Federn gelassen Ende März, wo sich der Wert auch in kürzester Zeit mehr als halbiert hat. Vielleicht zoomen wir hier ein bisschen raus. Jetzt so ein Stück weit den Boden gefunden hat, und hier gibt es jetzt auch Wetten, dass das Ganze wieder auf 37,5 steigt bis August. Wir sehen vor allen Dingen gestern größere Optionen im Call-Bereich. Heute hält sich das Ganze noch in Grenzen, der Wert auch nur leicht im Plus. Das kann natürlich auch ein ganz interessanter Titel werden für mögliche Anstiege. Auch hier, glaube ich, ist tatsächlich noch einiges an Potenzial vorhanden. Von daher bleibt mal abzuwarten, wie dann die nächsten Tage hier verlaufen. Sicherlich auch ein Stück weit eine Frage, was macht der Gesamtmarkt in der Situation? Aber das kann sicherlich hier auch interessante Bewegungen in den nächsten Tagen noch mit sich bringen. Ja, sonst ist eins festzustellen: Wir haben sehr viele kurzlaufende Optionen, die jetzt meist nur bis Ende der Woche sind oder bis der Ende der Woche laufen. Was bedeutet auch hier natürlich, ist immer eine Gefahr einer Korrektur im Gesamtmarkt, was natürlich auch dann auf den hohen Ständen momentan des Gesamtmarktes zurückzuführen ist. Und das spiegelt sich natürlich ganz klar auch momentan im Optionsvolumen wieder. Wo wir aktuell auch stärkere Volumen sehen, ist im Öl- und Gasbereich. Da war es ein Wert, den ich Ihnen zum Abschluss noch mit zeigen möchte, der Wert HAL, Halliburton, wo es auch größere Positionierungen gab auf der Call-Seite. Wir sehen das gestern. Das ist, glaube ich, charttechnisch auch ein ganz interessanter Titel. Wir sind hier kurz vor dem Doppelhoch bei 25 Dollar. Und wenn dies jetzt in den nächsten Tagen nochmal erreicht werden sollte, ist natürlich ein Ausbruch dann auch Richtung 26, 27. Hier waren es dann speziell Wetten auf September auf 28 durchaus möglich. Der Ölpreis ist wieder stabil, was natürlich dann auch dementsprechend Titel aus diesem Bereich beflügeln könnte. Von daher waren das mal von meiner Seite alle interessanten Titel von dieser Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns einen Kommentar da lassen oder unseren Kanal abonnieren, sodass Sie hier auch keines der Videos in Zukunft verpassen. Bleiben Sie uns treu, und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Vielen Dank.